Der Organisator Erich Timmel lud zur 6. Laufveranstaltung, dem 4. Herzberglandlauf nach Trofeiach ein. Über 200 Nennungen wurden abgegeben, wobei die Kategorien von unter 6 bis über 70 gestaffelt wurden. Die Jugendlichen standen dem Ehrgeiz der Erwachsenen nichts nach. Somit wurden schon bei den Gruppen U6 bis U14 tolle Laufergebnisse erzielt. Wir sind hier beim Herzberglandlauf, hier in Trofeiach. Was steht noch am Programm? Ja, wir haben jetzt sind die Kinder gestartet. Die Kinder, es waren ca. 50 Kinder, die sind im Stadion gelaufen. Und um 15 Uhr startet der Hauptlauf. Und da geht es 6 Kilometer, das ist ein Volkslaufcup. Das ist die einfachere Strecke und die stärkeren laufen dann 12 Kilometer, also zwei Runden im schönen Panorama um Trofeiach. Es geht da in die Rötz rein. Schlossbau hinauf, ins Leintal hinunter und dann wieder zurück über den Roten Hergott, über das Köhlergassel und dann über die Friedhofsgassen wieder herein ins Stadion. Wie ist es überhaupt zum Herzberglandlauf gekommen? Na, erstens bin ich selber ein begeisterter Läufer. Bekannte haben mich dann dazu ein bisschen animiert. Bei uns gibt es sowas nicht. Und ich habe natürlich eine große Begeisterung für die Jugend. Die Jugend, meine Kinder laufen und ich schaue auch immer wieder Bekannte und so, die man ein bisschen animieren kann. Man weiß, die Kinder sind relativ bewegungsarm oder bewegungsfaul und ich glaube nur 75% betreiben keinen Sport und man kann die Jugend nur motivieren und solche Läufe begeistern und animieren, halt, dass sie was machen. Ich habe den Sieger der U14 vor meinem Mikrofon. Wie ist es dir ergangen? Ja, die ersten Runden, die ersten drei sind eigentlich recht gut gegangen. In der vierten habe ich dann ein wenig Seitenstechen gekriegt, aber erst da in der vierten Runde habe ich erst dann mehr Tempo und dann zum Schluss noch einen Zielsprint. Natürlich war die Siegerehrung bei den Kindern der Höhepunkt des Tages, um sich die Lorbeeren vorm Publikum abzuholen. Was bewegt einen Trofeiacher Spitzenathleten hier zu laufen? Für den Triathlon. Ich mache einen Ultratriathlon nächste Woche und ja, das ist der letzte Wettkampf noch vom großen Wettkampf. Und ja, ich bin ein Trofeiacher und ich bin der Meinung, dass man bei so einem Wettkampf schon mitmachen soll, als Trofeiachersportler, wenn in Trofeiach mal was stattfindet. Nicht? Der Hauptlauf begann mit leichtem Regen. Der konnte die Sportler aber nicht von ihrem Ziel, diesen Laufevent zu bestreiten, abbringen. Die Hobbyläufer absolvierten die 6 Kilometer auf das Hochplateau ins Leintal und über den Forst zurück ins Stadion von Trofeiach. 5, 4, 3, 2, 1, go! Und los geht's um Punkt 5. Die versierten Sportler mussten diese Runde ein zweites Mal in Angriff nehmen.
Spitze, der Lauf. Weltklasse. Hat Spaß gemacht. Den Hauptlauf und somit Tagesbester gewann der Slowene José Mori. Zweiter wurde Harald Schuster und Rang 3 belegte Günther Neuhold. Mit 57, Harald Schuster, Startnummer 57. Und das ist auch der Sieger in der Klasse M40. Auch bei den Erwachsenen ist die Siegerehrung der Lohn ihrer Leistung. Und die Mutter aus Slowenien.